So, und wir sind zurück auf den Datenspuren. Unser Motto dieses Jahr ist mehr Utopie wagen und Utopien in digitalen Infrastrukturen. Darüber wird uns heute der Carsten und der Reven etwas erzählen. Und ich bin gespannt. Euch ist die Bühne. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Anmoderation. Wir sind Ich bin Rave. und ich bin Carsten und wir sind von der Dresdner Gruppe von Bits und Bäume und unser Vortrag lautet Fragmente einer Utopie. Wie könnte eine nachhaltig digitalisierte Gesellschaft 2030 aussehen? Bevor wir zu der Utopie kommen, vielleicht noch mal ganz kurz ein Abriss, was eigentlich das Problem ist. Ich denke, es ist ziemlich klar, dass die ökologischen und gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, sich immer weiter zuspitzen und dadurch auch zunehmend unübersehbar werden. Das ist zum Beispiel die Destabilisierung des Klimasystems, das Artensterben, die Verschmutzung, eine ganze Reihe von weiteren Umweltproblemen, aber auch Probleme, die eher die Gesellschaft betreffen, zum Beispiel Ressourcenverknappung, das Erstarken von Autokratien, zum Beispiel durch Überwachung. Andere Menschenrechtsverletzungen, insgesamt also die Erosion zivilisatorischer Errungenschaften. Letztes Jahr hat ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen festgestellt, dass die Digitalisierung für die bestehenden Probleme, die wir in diesen Bereichen haben, quasi als Brandbeschleuniger wirkt. Also die Probleme waren vorher schon da, aber durch den digitalen Wandel wird das alles noch deutlich schneller. Diese Analyse hatten auch schon eine ganze Reihe von Organisationen ein Jahr vorher, und haben deswegen eine Konferenz veranstaltet mit dem Namen Bits und Bäume, die Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das waren also Organisationen aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bereichen, der BUND, Brot für die Welt, die Open Knowledge Foundation und natürlich auch der Chaos Computer Club. Und in diesen 2 Tagen in Berlin wurde sehr intensiv darüber diskutiert, wie die Probleme aussehen und was man machen könnte, damit es besser wird. Und ein Ergebnis oder das wesentliche Ergebnis dieser Konferenz waren 11 Forderungen. Zum Beispiel, dass die Digitalisierung dem Gemeinwohl dienen soll, dass sie die Demokratie voranbringen soll, dass sie gerechten Handel fördern soll, dass es langlebige Software und Hardware geben soll und so weiter. Über diese Forderungen haben wir als Bits und Bäume Gruppe Dresden ziemlich genau vor einem Jahr hier bei den Datenspuren ausführlicher gesprochen. Und leider muss man sagen, sind die Forderungen immer noch genauso aktuell, weil sich eben in Richtung einer nachhaltigen Digitalisierung nicht so viel verändert hat. Das bringt uns also zu der Frage, was tun? Da passt das Motto der diesjährigen Datenspuren mehr Utopie wagen perfekt dazu, denn wir könnten eigentlich uns mal ganz konkret vorstellen, wie eine nachhaltig digitalisierte Gesellschaft in 10 Jahren aussehen könnte. Das heißt also, wir begeben uns jetzt auf eine gedankliche Reise weg vom Motto, eine nachhaltige Digitalisierung ist möglich, wie wir es bisher auf unseren Stickern haben, sondern einfach in ein Szenario, wo wir sagen, eine nachhaltige Digitalisierung läuft. Die Rahmenhandlung dafür. Wir blicken 10 Jahre zurück. Im Jahr 2020 hatten viele Menschen aufgrund ausgefallener Veranstaltungen und Reisen unerwartet Zeit, um nachzudenken. Außerdem hatte die Pandemie und ihre Eindämmung die Einsicht verbreitet, dass sich Probleme durch vernünftiges und entschlossenes Handeln in den Griff bekommen lassen, während sowohl Ignorieren als auch Hysterie die gesamtgesellschaftliche Lage verschlimmern. Und so begab es sich, dass in der Folgezeit auch andere komplexe Probleme mit einem noch am Anfang des Jahrzehntes für völlig unrealistisch, ja sogar utopisch gehaltenem Erfolg gelöst wurden. So hat sich zum Beispiel die Digitalisierung von einem Brandbeschleuniger verletzter Nachhaltigkeitsprinzipien, Zitat aus diesem Bericht von 2019, und bestehender sozialer Missstände zu einem Prozess gewandelt, der zur Lebensqualität aller Menschen beiträgt. Das wird in vielen Bereichen deutlich. Zunächst zum Bereich Bildung.
Früher war der Bildungserfolg in hohem Maße herkunftsabhängig. Es gab ein schlechtes Verhältnis von aufgewendeter Zeit und echten Lernerfolgen. Das äußerte sich in insgesamt unzureichender Vermittlung von demokratierelevanten Werten und Fähigkeiten, in fehlenden harten und weichen Kompetenzen und nicht zuletzt im vielbeklagten Fachkräftemangel. Heute im Jahr 2030 läuft vieles besser. Exzellentes Lehrmaterial unter freien Lizenzen, kooperative Qualitätssicherung und Weiterentwicklung, zum Beispiel von Arbeitsblättern, Texten, Übungs- und Prüfungsaufgaben, Audio- und Videomaterial, Lernsoftware und so weiter sind an der Tagesordnung. Auch sehr gut auffindbare und auswählbar. Material steht für alle Altersgruppen, das heißt nicht nur für die Schulbildung und alle Schwierigkeitsniveaus zur Verfügung. Auch die Inhalte reichen von der Hand-Auge-Koordination in der Vorschule über Bruchrechnen bis zu Pharmazielehre für die Altenpflegeausbildung. Auch die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften profitiert enorm davon. Zuverlässige Handschrifterkennung und inhaltliches Textverständnis von Software ermöglicht die Korrektur von Übungen und teilweise auch Tests. Lernende bekommen dadurch mehr Feedback und haben mehr Motivation. Das spart Ressourcen von Lehrkräften, die sich dann besser auf das Beantworten von Fragen und die individuelle Förderung konzentrieren können. Auch Lehrkräfte und Schulpsychologinnen und SozialarbeiterInnen werden durch laufendes Feedback mit digitalen Tools unterstützt, was Probleme früher erkennen lässt und Bürokratie und Zuständigkeitsfragen abbaut. Lernende können in Videokonferenzen unkompliziert Lerngruppen bilden und sich gegenseitig unterstützen. Der Anfang der 20er Jahre noch vorherrschende Mangel an Geräten und Netzkapazitäten wurde behoben durch Ertüchtigung von älterer Hardware mittels freier Software und durch die effiziente Nutzung bestehender Übertragungskapazitäten aufgrund von Datensparsamkeit. Außerdem haben Freifunkinitiativen einen großen Beitrag geleistet. Individuelle Selbstbestimmung und Sucht. Anfang der 20er Jahre setzte sich die Erkenntnis durch, dass die damaligen sozialen Netzwerke diesen Namen in den seltensten Fällen verdient hatten. Folgen sowohl für die persönlich-psychische Gesundheit als auch die systematische Bevorzugung von negativen Emotionen zeigten sich zunehmend. Was PsychologInnen und SoziologInnen längst erforscht hatten, wurde vor allem durch die Pandemie ab 2020 deutlich sichtbar, da Kontaktbeschränkungen die soziale Sphäre noch stärker dorthin verlagerten. Die eingesetzten Mechanismen waren perfide. Durch Strategien zur Screen-Time-Maximization wurden NutzerInnen bewusst lange auf Plattformen gehalten, um mehr Werbeeinnahmen zu generieren und Nutzungsverhalten auszuwerten. Die NutzerInnen waren von selbstbestimmten Individuen zu gesichtslosen Usern geworden. Hassrede und Fake News, die als Nebeneffekt davon auftauchten, waren schwer zu kontrollieren. Die Menschen begannen, diese Mechanismen zu hinterfragen. Aus einer Welle von Dopamin-Detox und dem Boykott solcher Plattformen resultierten neue Angebote, die auf Screentime-Optimization statt Maximization abzielten und ihr psychologisches Wissen nicht zur Erzeugung von Sucht und Abhängigkeit nutzten, sondern echte langfristige Wertschätzung durch KundInnen generierten. Features wie Autoplay und Vorschläge, die man nicht ablehnen kann, sind heute weitgehend verschwunden und ersetzt durch Assistenten, die für die aktuelle Stimmungslage passende, unterhaltsame und interessante Inhalte für eine angemessene Zeitspanne bereitstellen. Das Resultat sind selbstbestimmte Nutzungsmuster und dadurch zufriedene NutzerInnen, deren Wertschätzung für gute Inhalte sich in Zahlungsbereitschaft umsetzt. Heute im Jahr 2030 ist es eine Selbstverständlichkeit, dass alle NutzerInnen transparent, nachvollziehbar und sicheren Lese- und Löschzugriff auf die über sie gespeicherten Daten bei Unternehmen und anderen Körperschaften haben. Datensparsamkeit ist aufgrund konsequenter Gesetze und beständiger Nachfrage zu einem Leitprinzip der digitalen Produktentwicklung geworden. Damit kommen wir zur demokratischen Teilhabe und Verwaltung. Am Anfang stand die zentrale Erkenntnis, Regieren ist im Grunde wie Softwareentwicklung. Und zwar für eine massiv parallele Prozessorarchitektur mit ca. 80 Millionen Kernen, die von allen mehr oder weniger starken Bugs betroffen sind. Software
der Gesellschaft, das sind die Gesetze und Verordnungen und das meist unsichtbar umgebende Geflecht aus sozialen Normen. Aus der Softwareentwicklung konnten dann dementsprechend auch Innovationen übernommen werden. Zum Beispiel gute Dokumentation. Zu jedem Zeitpunkt muss klar sein, welche Regeln gelten in welchen Situationen. Was ist Ihre Intention? Wann und von wem wurden sie implementiert? Formale Tests belegen die Widerspruchsfreiheit verschiedener Regeln und beugen so zum Beispiel offensichtlichen Gesetzeslücken vor. Aus der Softwareentwicklung wurde auch die Fehlerkultur und die kontinuierliche Weiterentwicklung übernommen. Bugs sind in der Softwareentwicklung nun mal unvermeidlich. Im politischen Prozess heißen sie Gesetzeslücken bzw. Fehler. Außerdem ändern sich die Anforderungen an Software ständig und die Gesetzgebung hinkt ebenfalls hinter der technischen Entwicklung her. Das nennt man dann Regulierungslücke. In der klassischen Softwareentwicklung gibt es dafür ausgefuchste Mechanismen zum sogenannten Issue-Tracking, also zum Melden und Dokumentieren von Problemen und Feature-Wünschen. Diese Plattform dient dann auch für den Diskussionsprozess über die beste Lösungsmethode. Für die demokratische Teilhabe wurde nach diesem Vorbild eine Missstandsmeldestelle eingerichtet. Die steht allen wahlberechtigten BürgerInnen offen. Dort können alle Probleme eingestellt und klassifiziert werden. Durch Softwareunterstützung und hauptamtliche ModeratorInnen ist es schnell klar, dass das Problem, ob das Problem schon bekannt ist, also ein sogenanntes Duplikat vorliegt, mit welchen anderen es zusammenhängt und wer dafür zuständig ist. Außerdem ist der Fortgang der Problemlösung für alle transparent sichtbar. Eine enorme Verbesserung gegenüber früher, wo legitime Anliegen oft in intransparenten Strukturen versackten. Viele Probleme sind naturgemäß sehr subjektiv und bedürfen eines demokratischen Aushandlungsprozesses. Der hat zu Beginn des Jahrzehnts ziemlich schlecht funktioniert. Stichwort Diskussionskultur. Es wurde viel aneinander vorbeigeredet und bewusst provoziert. Eine sachliche Abwägung von Argumenten wurde oft durch hochemotionalisierte Empörung überlagert. Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass es für alle besser ist, wenn sich nicht die lautesten, sondern die überzeugendsten Standpunkte durchsetzen. Die Art, wie seitdem Diskussionen im Netz ablaufen, ist eine ganz andere. Das Wahren einer konstruktiven Diskussionskultur wird als essentielle Voraussetzung erkannt und mit technischer Unterstützung umgesetzt. Zum Beispiel sind einige Diskussionsplattformen nicht mehr chronologisch, sondern inhaltlich nach Argumenten und Gegenargumenten sortiert. Statt des Prinzips, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, werden vorhandene Diskussionsbeiträge kollaborativ verbessert und ergänzt. Thematische Abschweifungen werden separiert und Beleidigungen semi-automatisch gelöscht. Es gibt ja auch hauptamtliche ModeratorInnen, die durch Algorithmen unterstützt werden. Faktenbasierte Diskussionen sind um ein Vielfaches leichter geworden, seit die technischen Möglichkeiten zur Verifikation und Authentifizierung breite Anwendung finden. Unvorstellbar ist es heute, dass noch 2020 eine Firma namens Wirecard Bilanzbetrug in Milliardenhöhe begehen konnte, weil Kontoauszüge mit Bildbearbeitungssoftware manipuliert wurden. Und das Jahrzehnte nach der Erfindung der kryptografischen Signatur. Heute lernt jedes Kind in der Schule neben Verschlüsselung auch, wie man digital signiert und digitale Signaturen und Zertifikate prüft. Nützlich ist auch die große Blockchain-basierte Verifikationsplattform, die allen zur Verfügung steht. Damit können alle zweifelsfrei überprüfen, ob ein Dokument, ein Bild, ein Zitat oder ein Video zu einem gegebenen Zeitpunkt in der später behaupteten Form und Urheberschaft schon existiert hat. Technisch sind Deepfakes, also täuschend echte simulierte Videos mit Falschaussagen von PolitikerInnen zwar möglich, aber sie sind bedeutungslos, weil ohne Verifikation ihnen niemand glaubt. Die 1,5 Milliarde aus dem zweiten Pandemie-Konjunkturpaket, die die digitale Weiterentwicklung der Demokratie vorangebracht hatte, war im Nachhinein ziemlich gut angelegt. Bezahlung und Geldsystem. Fast unvorstellbar mutet heute die Bezahlsituation von vor 10 Jahren an. Damals gab es eigentlich nur schlechte Lösungen. Digitales Bezahlen war entweder umständlich, mit Sicherheitsrisiken verbunden oder diente zur Ausleuchtung des eigenen Konsumverhaltens durch gewinnorientierte Unternehmen. Bezahldienstleister verdienten sich trotz geringem Mehrwert für die Gesellschaft eine goldene Nase.
Inzwischen ist Bezahlen als öffentliche Infrastruktur anerkannt. Die Bezahlung von Kleinstbeträgen ist mithilfe von neuen Kryptowährungen unkompliziert, sicher, anonym und schnell. Und erst das hat ganz neue Geschäftsmodelle im Internet ermöglicht. Würde man jetzt vorschlagen, wieder zur alten Werbefinanzierung zurückzukehren, wo die eigentlichen Inhalte vor lauter Anzeigen kaum zu erkennen waren, könnte man sich vor Hohn und Spott kaum retten. Dadurch, dass die Quellenseite eines Bezahlvorgangs immer anonym bleibt, die Empfängerseite hingegen leicht ermittelt werden kann, sind Geldwäsche und Steuerhinterziehung, zumindest über dieses Medium, nicht mehr möglich. Bargeld existiert weiterhin, allerdings haben sich die Bedenken bezüglich dessen Abschaffung aus rechtlicher Sicht erübrigt, weil ausreichend anonymisierter Zahlungsverkehr jetzt zuverlässig gewährleistet ist. So wie früher Vinylplatten erfüllt es heute hauptsächlich einen anfassbaren und nostalgischen Wert. Jetzt zu den Medien. Das Gefährdungspotenzial durch Falschmeldungen zu Beginn des Jahrzehnts hat dazu geführt, dass Medien, die für sich das Prädikat des Qualitätsjournalismus beanspruchten, zur konsequenten Angabe aller relevanter Quellen übergegangen sind. In jedem digital veröffentlichten Artikel lassen sich Fußnoten mit Referenzen optional einschalten. In jedem Video ist eine URL mit Quellenangaben enthalten. Dies hat dazu geführt, dass sich eine diskursive Erwartungshaltung etabliert hat. Wer heutzutage eine Behauptung in den Raum stellt, ohne eine solide, nachprüfbare Quellenangabe, macht sich eigentlich nur noch lächerlich, beziehungsweise wird schlicht ignoriert. Die Reichweite kontrafaktischer Publizistik, zum Beispiel über den Klimawandel und absurde Verschwörungsmythen wie die Chemtrails-Erzählung, beschränkt sich inzwischen auf einen kleinen Kreis desorientierter Menschen ohne gesellschaftliche Relevanz. Die Medienlandschaft hat sich ebenfalls stark gewandelt. Die reformierten öffentlich-rechtlichen Medien bieten zwar nach wie vor eine solide Grundversorgung, aber das, was früher mal große Verlagshäuser mit Macht und Deutungshoheit waren, gibt es so nicht mehr. Stattdessen gibt es eine lebendige Szene freier JournalistInnen, Redaktionen und KorrespondentInnen, die zu ihrem Gebiet und in ihrer Region recherchieren und publizieren. MediennutzerInnen suchen mit Hilfe von Softwareassistenten die Inhalte, die sie interessieren könnten, und bezahlen entweder pauschal oder inhaltsbezogen. Werbung hat als Finanzierungsquelle nur noch einen sehr geringen Stellenwert. Irgendwann war klar, dass Adblocker einfach zu gut sind und dass sich faire, inhaltsbezogene Bezahlmethoden durchsetzen müssen. Dadurch ist der Anreiz zu Clickbaiting und Sensationsjournalismus deutlich kleiner geworden. Kultur und Spiele. Kulturschaffende werden nicht mehr nach dem alten System der Verlags- und Aufführungsrechte, wie durch die GEMA, monopolistischen Verwertungskonzernen wie YouTube und Spotify entlohnt oder durch einmalige Förderungspakete kurzfristig gestützt, sondern erhalten planbare Unterstützung aus der Gesellschaft durch solidarische Abo-Modelle, wie es die Firma Patreon Ende der 10er-Jahre etabliert hat. Dieses Modell konnte sich durchsetzen. Öffentliche Förderung für besonders wertvolle Inhalte, wobei wertvoll demokratisch ausgehandelt wird, wird zusätzlich ausgebaut. Durch neue Techniken zur Verbreitung von Musik und Film wurden Streaming-Plattformen wie Spotify durch viele kleinere, interoperable Dienste verdrängt. Interoperabel heißt, dass es gesetzlich vorgeschriebene Schnittstellen zum Daten- und Vergütungsaustausch gibt. Computerspiele haben sich in den letzten Jahren noch weiter in den Mittelpunkt der Gesellschaft bewegt. Auch deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hinsichtlich möglicher Suchtpotenziale wird offen behandelt. Öffentliche Stellen wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und gesellschaftliche Initiativen nach dem Vorbild der VerbraucherInnenzentralen geben wissenschaftlich fundierte Einschätzungen zu Spielen heraus, die allgemein angesehen sind. Die Praxis der In-App- oder In-Game-Käufe, die SpielerInnen im Dopaminrausch Angebote machen, die sie schwer ablehnen können, wird schlecht bewertet und gesellschaftlich sanktioniert, ähnlich dem in den 10er-Jahren angekommenen Nutri-Score für Nahrungsmittel. Dadurch werden SpieleentwicklerInnen angeregt, bereits bei der Entwicklung Design-Patterns zur Suchtvermeidung oder direkte Hinweise an SpielerInnen einzubauen. Einzelne Mit-40er kennen noch den frühen Vorboten Anno 1404 aus dem Jahr 2009, das SpielerInnen alle 2 Stunden auf eine Pause hingewiesen hatte.
industrielle Produktion und Lieferketten. Nach der Überwindung der Pandemie Anfang des Jahrzehnts trat die eigentlich existenzielle Krise wieder in den Vordergrund. Die ökologisch und sozial destruktiven Produktions- und Konsummuster der globalisierten Weltwirtschaft. Und auch wenn diesbezüglich heute noch viel im Argen liegt und die Menschheit noch nicht vollständig über den Berg ist, durch den klugen Einsatz digitaler Technologien wurden enorme Fortschritte erreicht. Zunächst mal wird heute trotz gestiegener Weltbevölkerung deutlich weniger produziert als früher. Und dafür werden Güter länger genutzt und gegebenenfalls repariert. Möglich ist das, weil zum Beispiel durch 3D-Druck und quelloffene Konstruktionspläne Ersatzteile zielgerichtet nach Bedarf bereitgestellt werden können. Außerdem sind KundInnen schlicht nicht mehr bereit, Produkte zu kaufen, die nach spätestens 2 Jahren schrottreif sind, und der Druck von authentischen Produktbewertungen zwingt die Hersteller zu entsprechender Haltbarkeit. Seit ein paar Jahren muss zu jedem neuen Produkt übrigens auch ein komplettes digitales Lieferkettenzertifikat veröffentlicht werden. Das heißt, egal ob Joghurtbecher oder Smartphone, die komplette Lieferkette kann transparent nachvollzogen werden. Inklusive Herkunftsland, Transportwegen, CO2-Bilanz, ökologischem Rucksack, etc. Aus diesen Daten lässt sich dann zusammen mit Infos zu Arbeitsbedingungen, zum Beispiel von Gewerkschaften und Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit eines Produktes ziemlich gut ermitteln. Und ist der Debatte, und aktuell ist in der Debatte, diesen Wert in den Mehrwertsteuersatz einzubeziehen. Verkehr. Früher war es ja noch so, dass die Leute sich ein Auto gekauft haben, das dann fast nur rumstand. Jetzt geht es einfach nur um den Zugang zur Mobilität. Die meisten Leute haben ihr persönliches Auto inzwischen abgegeben und sparen eine Menge Geld, Zeit und Ärger. Wer von A nach B will und dafür tatsächlich auf ein Auto angewiesen ist, bucht ein sogenanntes Autonom über eine App oder einen Sprachassistenten und fertig. Einstellen kann man dann noch, ob Mitfahrende oder Umwege akzeptabel sind und wie flexibel die Abfahrtszeit ist. Danach richtet sich dann auch der Preis. Dadurch wurde die Grenze zwischen Individual- und öffentlichem Verkehr sehr fließend. Und das Leben auf dem Land ist wieder viel attraktiver geworden, gerade für ältere Menschen. Weil die Fahrzeuge über einheitliche Schnittstellen miteinander kommunizieren, schließen sie sich auf größeren Straßen flexibel zu einer Art Ad-Hoc-Zug zusammen, auch Platooning genannt, was ihren Luftwiderstand deutlich senkt und für ein gleichmäßigeres Fahren sorgt. Langsamere Fahrzeuge wie Lkw und Traktoren bekommen automatisch verhandelte Boni von anderen Fahrzeugen, wenn sie kurz rechts ranfahren und die schnelleren vorbeilassen. Staus und Unfälle gibt es nur noch äußerst selten. Die Fahrzeit lässt sich zum Schlafen, Lesen oder Arbeiten benutzen. Ich habe zum Beispiel 5 Paar Socken gestrickt, während ich letzten Winter regelmäßig von Bautzen nach Senftenberg gependelt bin. Früher sind ja in Deutschland im Schnitt 10 Menschen am Tag durch Autounfälle ums Leben gekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt haben wir diese Zahl nicht einmal in einem Jahr. Der klassische Nahverkehr hat massiv an Attraktivität gewonnen. Durch eine öffentlich entwickelte, hochwertige Mobil-App oder wie auch immer sie heißt, ist der unübersichtliche Tarifdschungel überwunden. Taktung von Bahn und Bus kann bedarfsgerecht gesteuert werden, wodurch sich Wartezeiten stark verringert haben und das Netz dichter geworden ist. In Ballungsräumen ist es inzwischen völlig absurd, ein Auto zu benutzen, solange man nichts Sperriges zu transportieren hat. Im Fernverkehr kommen überfüllte Züge fast nicht mehr vor, weil es zuverlässige Echtzeitprognosesysteme gibt und dann gezielt nachgesteuert wird. Einerseits durch die Verstärkung von Zügen, andererseits mit Rabattangeboten für Menschen, die ihre Fahrt auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, wo geringere Auslastung besteht. Das meistbenutzte Fortbewegungsmittel, zumindest in den Städten, ist jedoch das Fahrrad. Dessen Siegeszug war, angekurbelt durch den Fahrradhype zu Anfang der Covid-19-Pandemie, nicht mehr aufzuhalten. Sichere Fahrradparkhäuser und zuverlässig und anonym funktionierende Bike-Sharing-Plattformen fanden im Lauf der 20er Jahre so großen Zulauf, dass selbst die Lobby der Automobilindustrie machtlos war. Intelligente Ampelschaltungen, die Fahrradfahrenden nach Möglichkeit Vorrang geben, sowie eine rigoros ausgebaute Radinfrastruktur sind die Folge. Das Mehr an Bewegung findet sich positiv im Gesundheitszustand der Bevölkerung wieder. Diese komischen E-Roller sind Anfang der 20er Jahre übrigens ziemlich schnell wieder verschwunden. Dazu hat auch beigetragen, dass einfach immer mehr Leute lustige Sticker auf ihren QR-Code geklebt hatten. Handel und Logistik.
Kennt ihr noch die Zeit, als in allen größeren Innenstädten und Einkaufszentren es gewissermaßen gleich aussah? Die gleichen Marken, die gleichen an Großraumgefängnisse erinnernde Architektur. Das hat sich gewandelt. Shopping als Zeitvertreib hat sich irgendwie überlebt. Einkaufen läuft größtenteils online. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig war die Sache mit den 3D-Scannern, aber jetzt möchte ich es nicht mehr missen. Einmal im Jahr lasse ich mich vermessen und basierend darauf probiere ich Klamotten immer virtuell an. Dann sehe ich in der Live-Animation, wie es sitzt und wie zum Beispiel die Falten fallen. Geradezu archaisch scheint mir dagegen das ständige Wechseln zwischen Umkleidekabine und Ladenbereich. Knapp die Hälfte des Klamottengeschäfts ist übrigens inzwischen Gebrauchtware, von privat zu privat. Durch authentische Fotos und 3D-Modelle kann man die Qualität ziemlich gut einschätzen und es ist eher selten, dass man was zurückschicken muss. Der Versandhandel läuft über wiederverwendbare Boxen. Die wissen, wem sie aktuell gehören, wer sie öffnen oder mitnehmen darf und wo sie gerade sind. Dadurch können sie einfach an vielen Stellen abgegeben werden. Sinnloses Verpackungsmaterial fällt fast nicht mehr an. Der frei gewordene Platz in den Innenstädten hat die Lebensqualität massiv verbessert. Die Mieten sind gesunken und es gibt jetzt viel Raum für Kultur, Zivilgesellschaft und Sport. Rohstoffe und Recycling. Die Einstellung zum Verbrauch von Ressourcen hat sich geändert, denn er ist heute viel besser sichtbar. Die meisten Geräte besitzen Funktionen zum Aufzeichnen und Auswerten ihres Verbrauchs, um den VerbraucherInnen direkte Rückmeldungen zur konkreten Auswirkung ihrer Nutzung zu geben. So haben zum Beispiel Wasserhähne in der Küche eine kleine Anzeige zum Warmwasserverbrauch und laden dadurch ständig unbewusst zum Sparen ein. Vor allem auch stromhungrige Elektrogeräte wie Klimaanlagen werden dadurch mit mehr Bedacht benutzt. Der sozial-ökologische Rucksack eines jeden Produkts, also die verwendeten Materialien, deren Transportwege, Umstände der Förderung, Trennbarkeit bei der Entsorgung und so weiter, werden strikt transparent aufgeführt. Es gibt Apps, die durch Bilderkennung jedes Produkt und jeden Gegenstand in ein leicht verständliches Raster von Nachhaltigkeitskriterien einordnen. Dadurch entsteht Druck von KonsumentInnenseite, Produkte möglichst nachhaltig zu gestalten. Und Produkte mit unvermeidbar schwerem Rucksack werden entsprechend mit mehr Respekt benutzt. Die Bilderkennung dieser Apps gibt außerdem Hinweise zur korrekten Entsorgung von Produkten und deren Verpackungen. Derzeit sind intelligente Mülltonnen im Probelauf, die piepen, wenn ein offensichtlich falscher Gegenstand eingeworfen werden soll. Gerüchteweise haben sich die Testkandidatinnen seitdem ein besseres Verhältnis zu ihren Nachbarn. Was digitale Geräte betrifft, so tritt deren Entsorgung in den Hintergrund. Die vollständige Entsorgung eines Geräts muss nur noch selten passieren, da bessere Reparierbarkeit, Verfügbarkeit von Ersatzteilen und sichergestellte Software-Updates die Nutzungsdauer massiv erhöht. Unterstützt wird dies durch eine gesetzliche Verpflichtung, dass neu entwickelte End-User-Software grundsätzlich auch auf älterer Hardware laufen muss. Tut sie das nicht, muss der Hersteller dafür einen plausiblen Grund angeben. Dadurch sind viel weniger neue Geräte im Umlauf und der Lifestyle-Faktor der glänzend neuen Produkte ist einer Vintage-Ästhetik gewichen. So wie es Ende der 10er Jahre hip wurde, ein möglichst altes Fahrrad zu fahren, ist es heute angesagt, ein individuell zerschrammtes und durch Hobby-Hacks gepimptes altes Smartphone zu benutzen. Originale Nokia 3310 werden zu astronomischen Preisen gehandelt. Gesundheit. Das Gesundheitssystem hat sich radikal gewandelt. Auch durch die Lehren aus der Pandemie werden viele Aufgaben in der ärztlichen Behandlung und in der Pflege heute digital unterstützt, um das Personal zu entlasten und Vorgänge zu verbessern. So ist es etwa für viele alte Menschen üblich, sich von Pflegeassistenten, früher abwertend Pflegeroboter genannt, waschen zu lassen. Viele finden das sogar angenehmer, da dann nicht andere Menschen so tief in ihre körperliche Intimität eingreifen und ihnen mehr Souveränität bleibt. Die gewonnene Zeit hilft den Pflegekräften, individueller auf die Pflegebedürftigen einzugehen. Daten, die der Pflegeassistent bei seiner Arbeit erfasst, können früh auf mögliche körperliche oder psychische Krankheiten hinweisen. Auch in Krankenhäusern und bei niedergelassenen ÄrztInnen hat die Digitalisierung nach anfänglichen Problemen große Entlastung mit sich gebracht. Falsch übertragene Daten, verlorene Akten oder gar Verwechslung von Personen sind heute nur noch Stoff für Filme. Die elektronische Patientenakte hat sich durch gute Zusammenarbeit aller Akteure als ein sicheres und selbstbestimmt nutzbares System bewährt.
Auch ältere Menschen haben durch gut gestaltete Assistenzsysteme die Möglichkeit, souverän damit umzugehen. Durch entsprechend verfügbare Daten ist auch die Kenntnis von unerwarteten Wechselwirkungen von Medikamenten stark verbessert, was viel Leid verhindert hat. Ferndiagnose durch virtuelle Arztbesuche und eine in Grenzen automatisierte Bewertung von körperlichen Beschwerden, zum Beispiel die Analyse von Leberflecken, entlastet Ärztinnen und Patientinnen. Durch derartige Präventionsmaßnahmen können viele Probleme gelöst werden, bevor sie wirklich schlimm sind. Die allgemeine körperliche und psychische Gesundheit der Bevölkerung hat sich verbessert. Es gibt seit längerem wissenschaftlich geprüfte Apps, die zur Aufklärung für eine gesunde Lebensweise beitragen. Sie kann per Bilderkennung zu den meisten Nahrungsmitteln Auskunft zu verstecktem Zucker- oder Salzgehalt geben. Wer möchte, kann auf einfache Art und Weise ein Ernährungstagebuch führen. Unterstützung zum verantwortungsvollen Umgang mit Rauschmitteln steht ohne moralischen Zeigefinger ebenfalls zur Verfügung. Generationengerechtigkeit. Ältere Generationen fühlen sich heute nicht mehr so vom technischen Fortschritt ausgeschlossen wie noch vor 10 Jahren. Die Bedienung von Geräten hat sich durch intensive Forschung zu Usability und UI-Design stark verbessert, sodass weniger Vorwissen zu bedienen erforderlich ist. Es existieren Normen zur Gestaltung von Softwareoberflächen, die breite Anwendung finden. Für EntwicklerInnen gehört dieser Bereich als Schwerpunkt zur Ausbildung oder zum Studium. Für komplexe Technik, sowohl analog als auch digital, stehen Assistenz-Apps zur Verfügung, die bei Fragen geduldig zur Seite stehen. Dadurch entfällt das oft beschämende Nachfragen bei jüngeren Generationen und die häufig beobachtete Abneigung für Technik bei älteren Menschen baut sich nach und nach ab. Software. Wenn man jetzt 10 Jahre zurückblickt, haben sich viele Sachen in der Gesellschaft zum Positiven verändert. Und an vielen dieser Verbesserungen hat gute Software einen wesentlichen Anteil. Interessanterweise war dafür auch irgendwie die Pandemie verantwortlich. Die Corona-Warn-App war die erste große öffentliche IT-Investition, die quasi von Anfang an als freie Software entwickelt wurde. Kurz danach hat sich in immer mehr Kommunen und Ländern das Prinzip Public Money, Public Code durchgesetzt. Und es hat sich ein ziemlich direkter Kommunikationskanal zwischen Nutzer und EntwicklerInnen etabliert. Inzwischen gehört es zum Standard, dass das Melden eines Fehlers oder eines Verbesserungsvorschlags sehr niedrigschwellig funktioniert. Früher haben die Leute ihre Frustration oft einfach in eine 1-von-5-Sternen-Bewertung kanalisiert, die niemandem wirklich geholfen hat. Inzwischen aber ist konstruktives Feedback weit verbreitet, weil es unkompliziert ist und sich oft schon innerhalb kurzer Zeit etwas verbessert. Seit der Staat öffentlich und transparent Geld für die Entwicklung und Pflege freier Software ausgibt, machen das übrigens auch immer mehr Firmen und Privatleute. Entweder spenden sie an einzelne Projekte oder über eine Stiftung, die sich gezielt und transparent um die Verteilung der Mittel an wichtige Projekte kümmert. Im Schnitt geben die BundesbürgerInnen pro Kopf und Tag inzwischen 10 Cent für freie Software aus. Das sind dann immerhin 8 Millionen Euro pro Tag. Neben der Software und ihrer Benutzbarkeit hat sich auch die Dokumentation verbessert. Es gibt zwar immer noch Leute, die gerne Manpages lesen, aber populärer sind interaktive Assistenten, mit denen man ziemlich schnell rausfindet, ob und wie ein Problem lösbar ist. Proprietäre Software gibt es auch noch, aber wenn man als Hersteller ernst genommen werden will, geht das nur mit einem transparenten und nachvollziehbaren Geschäftsmodell. Die Zeiten, in denen kostenlose Apps einfach heimlich Daten gesammelt und weiterverkauft haben, sind zum Glück vorbei. Das gilt zum Glück auch für die großen IT-Sicherheitsskandale. Der Erpressungsangriff auf eine Uniklinik im September 2020 brachte das Fass zum Überlaufen. Seitdem gibt es im BSI eine kompetent besetzte Pentest-Abteilung, welche systematisch die kritische öffentliche IT-Infrastruktur auf Schwachstellen absucht und mit robustem Nachdruck auf deren Abstellungen hinwirkt. Da inzwischen in wichtigen Bereichen fast ausschließlich auf weit verbreitete und gut gewartete freie Software gesetzt wird, gibt es aber auch einfach nicht mehr so viel zu tun. Gut, damit sind wir mit der Utopie durch und können mal kurz so ein kleines Fazit ziehen. Also die 11 Forderungen von Bits und Bäume sind eine wichtige und gute Zusammenstellung, aber sie sind hauptsächlich an die Politik und Wirtschaft adressiert.
Das heißt, es könnte sich so ein bisschen wie ein Kampf gegen Windmühlen anfühlen. Als motivierendes Gegenbeispiel können wir aber die Corona-Warn-App, die ja auch in der Utopie schon aufgetaucht ist, sehen, weil dort wirklich der Druck aus der informierten Öffentlichkeit dafür gesorgt hat, dass sich etwas zum Positiven geändert hat. Die Utopie sollte insgesamt zum Denken anregen, was im konkreten Alltag besser gemacht werden kann. Unser Ansatz als Bits und Bäume Gruppe Dresden ist nämlich, diese großen Fragen, die in den Forderungen angesprochen werden, auf die individuelle und lokale Ebene herunterzuholen. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren 2 größere Veranstaltungen durchgeführt und haben jetzt immer noch das Projekt, die individuelle Handlungsebene zu stärken. Wen das interessiert, der kann sich gerne bei uns informieren. Es geht letztlich darum, einen Katalog von Empfehlungen für konkretes individuelles Handeln zu etablieren, um damit Selbstwirksamkeit und Resignationsprävention zu erreichen. Das heißt, Erfahrungen zu generieren und letztlich über die breiten Wirkung auch Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Dafür ist auch ein entsprechendes Tool in der Entwicklung, was, wie in der Utopie auch schon angedeutet, die Diskussion, die potenziell sehr kontrovers sein könnte, in eine gewisse Struktur lenkt. Die Links sind dann zusammen mit den Folien verfügbar. Und wer sich sonst noch für die Bits und Bäume-Bewegung interessiert, kann das gerne auf den Webseiten des Dresdner Zweigs sein Informationsbedürfnis stillen. Wir haben diverse Informationskanäle, zum Beispiel einen Matrix-Chat oder eine Mailingliste und auch eine Sprechstunde, die immer montags 18.30 Uhr stattfindet. Damit sind wir am Ende und hätten noch kurz Zeit für Fragen. So, ich danke euch, Carsten und Reven. Soweit ich das Internet jetzt gescannt habe, habe ich erstmal aus dem Internet keine Fragen gehört. Hier vor Ort sehe ich ja auch nichts. Ich sehe niemand. Genau. Dann habt ihr doch noch 2 Minuten mehr, wenn ihr noch was sagen wollt. Nö, ich denke, wir sind gut durch und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.